We'll scratch your back. Okay. So wir halten bei Siman Kuf Yud Gimel. Die Halachot, was reden wegen Kriya, bücken sich während die Amida Gebet. Eilu Baruch Hashem Baim. Das sind die Segen, wo wir uns bücken ein bisschen während die Amida Gebet. Bei Ovis Trila Vasef in die erste Segen über die Vorväter, die Segen von Avot, bücken wir uns am Anfang und am Ende. Und in die Segen von Meidim in die Amida, das ist Ende der Amida-Gebet, bücken wir uns auch am Anfang und Ende der Segen. Und wenn ein Mensch entscheidet, er wird bücken in jede Segen. Er will mehr machen. Jede Segen bückt er sich ein bisschen. Man sagt ihm, er soll es nicht tun, weil man soll nicht mehr tun, als was man braucht. Weil wenn er auf alle Segen tut, dann wird er es nicht machen bei die Segen von die erste Segen und die Segen von Meidim, wo es wichtig ist. Segen soll man nur in diese zwei Segen sich bücken, am Anfang der Segen und am Ende. Jetzt. Manche an Rosh Hashanah und Yom Kippur, während die Amida-Gebet, haben einen Brauch, sich zu bücken, wenn man extra Texte von diesen Gebete sagt. Zachreinu umi chamecha. Aber auch wenn man da dort sich bückt, soll man sich den Kopf nach hoch bringen, vor Ende den Segen, damit man den Segen nicht die ganze Zeit bückt. Okay. Manche haben man braucht die ganze Gebet sich bücken während Rosh Hashanah Yom Kippur. Und die müssen am Ende jeden Segen den Kopf nach hoch machen. Man kann nicht die ganze Gebet sich bücken. Man muss den Kopf nach hoch vor Ende jeder Segen, wenn man das macht, dann Rosh Hashanah Yom Kippur. Aber sonst, wir bücken uns zweimal in die Amida. Einmal, wie gesagt, die erste Segen von Avot, das heißt die Vorvater, die erste Segen von der Amida, dort bücken wir uns am Anfang der Segen und am Ende der Segen und in die Segen von Meidim. Sonst sollen wir uns nicht bücken. Man soll sich auch nicht bücken, wenn man Meidim sagt, wenn man Gott dankt in die Segen. Man sagt Meidim auch in die Amida, aber auch in Birkat Hamazon. Danken wir auch Gott. Dort soll man sich nicht bücken. Und dieselbe Sache ist jeder andere Platz oder Gebet, wo wir Gott danken, sollen wir uns nicht bücken. Nur wenn man die Amida-Gebet, das der Hauptgebet ist, während wir uns beten. Okay. Weil wir wollen nicht extra machen. Wie viel soll man sich bücken? Was heißt bücken, wenn man bücken muss im Gebet? Man muss bücken, bis die ganze, Säule hinten, so alles soll gebückt sein. Nicht das, und nicht nur sein Körper soll bücken, auch sein Kopf soll bücken ein bisschen. Wie bückt man sich? Man geht nach unten mit den Füßen, mit dem Baruch. Und wenn man Gottes Name sagt, geht man wieder nach oben. Wie steht auch, dass Gott hebt auf die, die gebückt sind. Hashem Sokef Kfufim. Deswegen, wir bücken und wenn wir Gottes Name sagen, stehen wir wieder gerade. Und mit Kolmokim, bei Kriya, die betrifft das Brache, im Rotze, schale, Liskev, Azomuch, Lachasimah, Roshus, Biyadei. Aber in einem Bücken von Anfang, ein Segen kann man bücken
bis zu Ende, kann man auch weiter bücken. Wenn man sich bückt, macht man es schnell auf einmal. Wenn man wieder nach hoch geht, macht man das langsamer, erstmal den Kopf und dann den Rücken. Okay. Jemand, die steht in die Amida und er will sich bücken bei die Segen in die Amida, aber gleich neben ihm steht ein Kreuz oder etwas, die ein Bild von etwas, etwas, die man als Götter nennen kann oder göttliche Kraft, Gott behüte von egal was. Dann soll man sich Gott behüte auch nicht bücken, weil das ist Marit ein. Menschen werden denken, dass du Gott behüte bückst dich zu was anderes außer Gott. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Jetzt, wenn man Gottes Name erwähnt, während die Amida-Gebet, soll man nicht mehr Namen auf Gott dazulegen. Wir sagen, der Hakela Gadola Gibor Anora soll nicht mehr davon sein. Das ist jetzt bei Shmoneh Esrei, aber danach kann man immer mehr dazu. Wenn jemand sagt in sein Gebet, der die Gnade hatte, auf ein Nest von Vögeln soll auch auf uns Gnade haben, man macht ihm leise, man soll sowas nicht sagen. Weil unsere Arbeit, wir müssen Gott dienen, seine Torah und Mitzvot machen und das ist, was unsere Arbeit auch. Man soll nicht sagen, wir werden dir erinnern für den Gut, das du uns tust. Weil man muss immer Gott danken, wenn es gut ist und wenn es nicht gut ist. Wir können nicht verstehen, was richtig gut ist. Gut kann auch sein schlecht. Wir können es nicht sehen, aber alles müssen wir Gott danken. Auf den Gut und auf den Schlecht müssen wir Gott bedanken. Okay. Die Siman Kuf Yudale, die Halachot, wegen die Erwähnen am Winter, den Wind und den Regen und am Sommer den Tal, die wie sagt man Tal? Es wird mir noch zurückkommen. Auf jeden Fall die Brachot, die Segen wegen den Sommer und den Winter in die Amida, was man erwähnt. Die zweite Segen von die Amida fängt nicht an mit Baruch Ata. Warum? Tau, genau. Also am Sommer beten wir für Tau, danke. Und am Winter für Regen. Und jetzt werden wir reden über die Halachot, die das diskutieren. Jetzt die zweite Segen von die Amida und alle anderen Segen fängen nicht an mit Baruch Ata. Weil es ist eine Segen, die gleich neben der erste Segen ist. Und der erste Segen hat schon mit Baruch angefangen. Und weil die eine nacheinander sind, muss man nicht auf jeden Segen nochmal mit Baruch anfangen. Man fängt an, erwähnen den Regen in die zweite Segen. In Musaf von Shmini Atzeret. Und man sagt es bis Pessach. Also Shmini Atzeret ist ein Feiertag nach Sukkot, im Anfang der Winter. Und wir beten für Regen bis der erste Tag Pessach. Und das ist die Zeit, wo wir für Regen beten. Jetzt. Jetzt jemand, der sagt, er betet für Regen in die Tage der Sommer,
Im Amma Meri der Geshe, wie Meister Chama, machsieren es. Er musste die ganze Amida neu wiederholen. Weil Regen am Sommer ist keine gute Zeichen und wir wollen nicht dafür beten am Sommer. Und deswegen, wenn jemand für Betten für Regen gebetet hat am Sommer, soll er nochmal die Amida anfangen. Und noch ein paar wichtige Punkte. In die Tage von Regen, wenn man nicht Regen erwähnt hat, muss man auch nochmal wiederholen. Wir sind bei Kuf Yud Dalet, mitten Sif 6 sind wir. Wenn man nicht Regen erwähnt hat, dann muss man nochmal wiederholen. Aber wenn man Tau erwähnt hat, dann, aber das, wenn er nicht Tau erwähnt hat, aber wenn man Tau erwähnt hat, dann muss man nicht nochmal die Amida anfangen. Deswegen gibt es Menschen, die den ganzen Sommer Tau erwähnen, damit, wenn sie Regen zu erwähnen am Winter vergessen, werden sie bestimmt Tau auch erwähnen und dann müssen sie nicht nochmal die Amida anfangen. Wann muss man nochmal anfangen die Amida, wenn er nicht erwähnt hat Regen und nicht Tau in die Regentage? Aber, und er hat schon die nächste Segen angefangen, aber er hat noch nicht die nächste Segen angefangen, dann muss er nicht die ganze Amida von neu machen, er kann nur diesen Segen von neu machen. Okay, noch nächster Punkt. Halachachet. Gimel Brachos Rishonim Chashuvos Ka'achas. Die ersten drei Segen in die Amida sind wie ein großes Segen. Und weil alle diese drei sind loben Gott vor dem, was wir von ihm bitten, fragen. Vor dem, was wir für gesund und so weiter fragen, erstmal loben wir Gott. Wie ein Knecht vor seinem Herr, er fragt ihm, er lobt ihm erst vor dem, was er was von ihm fragt. Und die letzten drei Segen von der Amida sind auch wie eins. Das ist, wenn man Gott bedankt. Und deswegen, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, in die ersten drei Segen muss er alles von neu anfangen. Und in die letzten drei muss er wieder die letzten drei anfangen. Das ist egal, ob er alleine betet oder mit einem Minyan, mit der Gemeinde betet. Wenn er einen Fehler macht, muss er wieder anfangen. Jetzt, dieselbe Sache ist, wenn er richtig den Segen gesagt hat, aber er hat es anders gesagt, er hat seinen eigenen Text irgendwie reingelegt, muss er, ist es nicht gut, muss man nochmal sagen. Was ist, wenn jemand übersprungen hat, einfach ein bisschen, ein paar Wörter gesagt, übersprungen, eine gesagt, dann heißt es nicht, dass er ändert den Segen und dann muss er nicht überspringen, aber man soll es natürlich nicht machen. Ja. Muss er nicht wiederholen, meinst du? Oder? Ja. Okay. Jetzt, wenn er macht einen Fehler und er kann es noch reparieren vor dem, was er den Segen zu Ende gemacht hat, dann kann man es machen. Jetzt, was passiert, wenn du bist jetzt am Winter und du kannst nicht erinnern, ob du für Regen gebetet hast oder nicht? Ob man Regen erwähnt hat. Dann die Regel ist so, wenn es bis 30 Tage, sagen wir, es gibt ein Chazaka, es gibt ein, wahrscheinlich hast du es nicht gemacht. Nach 30 Tagen sagen wir, wahrscheinlich hast du es doch gemacht. Ja. Wo bist du gerade? Welchen Plan? Ich bin gerade ganz am Ende von Kuf. Ich fange an Kuf Tesvav einfach. Es ist ganz kurz, kleine Alacha. Tam Birchas Atachinen. Mit Neshum Meisara Oda Min Abeimo. I Habino Ve Hasechel. Kovi Birchas Atachinen Reish Leim Tzoyes. Sie ihm ein Bino, ein Tfilo.
Wir bitten für Gedanken, dass wir gut denken, dass wir die Ability, dass wir haben die Möglichkeit zu denken vor die Gebet, weil wenn man nicht denken kann, dann kann man auch nicht beten. Das ist die erste Segen. Nach die drei Segen von Lobungen, dann kommt Atachel. Okay, Refa'enu, die Segen, wo wir Gott für gesund beten, ist, der Text kommt von einem Pasuk. Refa'eni Hashem ve'erofe, hoishi'enu ve'ivasher. Der Text kommt von die Tanach. Okay. Yirmiyahu. Von Yirmiyahu. Jetzt. aber der Text sagt es in ein singular Form. Und wir sagen das in ein plural Form. Okay. Ich gehe einfach weiter. Din Birchas Hashanim Vayisefim. Mitten der Amida gibt es nochmal ein Segen, wo wir beten für Regen oder Tau. Und Birchas Hashanim, diese Segen, man muss beten für Tau in die Tage von Regen. Und wann macht man das? In Israel macht man das immer in siebte Cheshvan. Das ist circa eine Woche nach Simchat Torah, Anfang der Winter. Weil Israel braucht Regen gleich am Anfang der Winter schon, weil es ist ein Land von Bergen. Und eigentlich musste man schon fragen für Regen gleich nach dem Feiertag von Simchat Torah, von Sukkot. Aber man wollte 15 Tage geben, weil alle Juden in die ganze Welt sind zum Tempel gegangen an Sukkot. Mhm. Man wollte Zeit haben, damit sie nach Hause gehen können. Trockenen Fußes. Ja. Deswegen warten wir 15 Tage und danach beten wir für Regen. Mhm. Und Tau. In Babel und die Rest der Welt und alle Plätze, die nicht in Israel sind, dann machen wir das 60 Tage nach der Zeit von Tischrei. Wir machen das tatsächlich mit den, es geht mit die Sonne, deswegen geht es auch mit die gesetzliche Kalender, immer an 5. 6. Dezember. 5. oder 6. Dezember, genau. okay. Jetzt diskutiert er ganz, wann genau diese Zeit ist, aber ich gehe weiter. Bis wann fragen wir für Regen? Bis wann geht diese Zeit? Bis Pesach, genau wie die erste Segen, die wir schon erwähnt. Ich glaube, Sache hier, man betet für Regen am Winter bis Pesach. Wenn man weiter betet, danach muss man wieder wiederholen die Amidah, weil es falsch ist. Wenn jemand nicht für Regen gebetet hat in die Tage von Regen, muss er wieder anfangen von neu. Also nochmal, zu machen das klar, es gibt zweimal in die Amidah, wo wir für Regen oder Tau beten. Einmal ist ganz am Anfang der Amidah in die ersten drei Segen. Und das zweite Mal ist hier bei den Segen von Birchas Hashanim, die zweite Mal. Und es gibt verschiedene Zeiten, wann wir die beide anfangen. Die erste Segen in die Amidah machen wir immer von Shmini Atzeret bis Pesach. Shmini Atzeret ist gleich nach Sukkot. Und die dann bitten wir für Regen und im Sommer für Tau. Und die zweite Segen bitten wir für Tau von 7. Cheshvan in Israel oder 5. Dezember. Nee, außer Israel. Na, für Regen bittest du Für Regen. Hm. Und bis Pesach. Und danach, danach für Sommer Tau. Genau. Okay. Ich hoffe, das war klar. Okay. Ich mache einfach weiter zu Siman Kuf Yutet. Wenn jemand will,
mehr Segen in die Amida reinstecken. Extra Segen. Dann theoretisch, rein halachisch, kann man Segen dazulegen in die mittlere, inmitten der Amida. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand war krank, er kann für Gnade für ihn beten bei Refaenu. Wenn jemand braucht Panassa, in die Segen von Panassa kann man mehr dazu legen. Oder in Shomer Tvila kann man alles fragen, weil das ist eine generelle Segen. Mhm. Aber manche sagen, dass wenn man das macht, muss man ein Segen, die so ähnlich ist, dazufügen. Nicht einfach so. Auf jeden Fall, wir machen das nicht. Es endet Siman Aleph mit sagen, es ist gut, vorsichtig zu sein. Und man soll es nicht einfach so machen. Aber theoretisch kann man Brachot hinzufügen in die Amida. Mhm. Es ist gut, Vidui zu machen bei Shomer Tfila. Jemand, die bittet Gnade auf seinen Freund, man muss nicht seinen Namen erwähnen. Weil wir sehen auch bei Moshe, wenn er hat gebeten für gesund, hat er gebetet, Kel na refan ala, gib gesund, ohne den Namen zu erwähnen. Mhm. Ja, aber das ist, obwohl die ersten drei Segen, aber das ist, wenn man vor dem Mensch steht. Aber wenn man nicht vor dem Mensch steht, dann soll man den Namen erwähnen. Mhm. Jetzt, obwohl die ersten drei Segen sind wie eins und die letzten drei Segen sind wie eins, die mittlere 13 Segen sind nicht wie eins. Das heißt, wenn jemand einen Segen übersprungen hat von die mittlere Segen oder hat einen Fehler gemacht, muss er nicht ganz zum Anfang von die mittlere Segen gehen, sondern er repariert die Segen, wo er ist. Mhm. Aber wenn jemand einen Fehler in die erste drei, in die letzte drei, muss er zu Anfang von diese drei, weil es ist wie eins. Deswegen kommt raus auch, wenn ein Chazan, ein Vorbeter, in einen Fasttag legen wir noch einen Segen dazu, der nur der Vorbeter sagt, bei Mincha, Anenu. Wenn er es vergessen hat, zu sagen zwischen Goel und Rofe, und er hat sich nur erinnert danach, soll er nicht wieder anfangen. Mhm. Wenn er nicht Refaenu zu Ende gemacht hat, dann soll er dann Anenu sagen. Okay, wenn er schon Refaenu fertig gemacht hat und er es vor Shomer Tfila, dann soll er dort Anenu sagen. Genau wie man es leise sagt. Mhm. Auf jeden Fall, es ist nicht wie ein Segen und man muss nicht wieder zum Anfang gehen. Okay. Wenn er hat falsch gesagt und er hat Anenu gesagt, vor Ena Benjenu, muss er wieder von neu starten und Anenu sagen. Nochmal kurz, Anenu ist der Segen, den man sagt in einem Fasttag, wo man noch einen Segen dazu sagt. Und der Vorbeter muss erinnern, das zu sagen, wenn er es nicht gesagt hat, dann kommt darauf an, wo er halt, ob er wieder wiederholen muss oder er kann es dort sagen. Wir sagen Rezei in jedem Mal, wie die Amida bitten. Mhm. Okay. Ische Israel redet wegen die Seele. Okay, Kufrof Aleph, Meidim. In die Segen von Meidim bücken wir uns am Anfang der Segen und am Ende der Segen. Jemand, die bückt sich nicht in die Segen von Meidim, dann nicht gute Sachen passieren. So steht. Er soll nicht. Jemand, die sagt zweimal Meidim, ich danke Gott. Man muss ihm leise sagen, man soll nicht extra dazulegen, mehr als was es steht. Soll nicht extra danken, so. Wenn man alleine die Amida liest, soll man nicht die Segen von die Kohanim, die Birkat Kohanim lesen. Das ist nur die Wiederholung. Weil die ganze Birkat Kohanim wurde nur gelegt, wenn man ein Minyan hat.
Okay, die Name Sheachim. Manch, nach der Amida sagen wir, nach der Schmonesse sagen wir dem Pasuk Yehi L'Ratzon. Im Refi, wir gehen, wir sind von Echa, Schmetzer, Rubi, Gali. Genau wie David HaMelech es gesagt hat. Und dort kann man auch eine Pause in Mitte machen, aber man soll nicht reden und andere Sachen machen, bis man die Amida, heute ist es schon Teil der Amida, bis nach Oseh Shalom, legen wir es teil. Eigentlich die Amida endet bei Sim Shalom, mhm, bei der Wiederholung. Aber wir sagen das auch dazu. Ja. Und das ist eine richtige Sache. Jetzt jemand, die betet die Amida, muss drei Schritte nach hinten und dann drei Schritte nach vorne. Genau wie man geht weg von einem König und dann man ihn begrüßt. Wenn er endet die Amida, dann begrüßt er auch mit seinem Kopf Oseh Shalom rechts und links. Also man geht nach hinten, man macht den Kopf aus die drei Richtungen. Okay. Jemand, die geht mehr als drei Schritte im Anfang und Ende der Amida, es ist arrogant. Weil er will zeigen, er macht mehr Respekt als alle. Es ist nicht gut. Wo er fertig hat, drei Schritte, dort soll er stehen. Und bis die Vorbeter Kdusha gelesen hat, soll man nicht zurück nach vorne gehen. Man soll warten, wenn man nach hinten geht, wenn man zu Ende ist. Soll man warten, bis der Vorbeter die Kdusha gesagt hat, dann soll man drei Schritte zurück nach vorne und sich hinsetzen. Mhm. Bis dann soll man warten. Weil wenn man gleich zurückgeht, sieht es aus wie ein Student, der geht schnell weg von seinem Lehrer. Mhm. Weil er will schon weggehen, also es ist nicht Respekt. Manche andere meinen, eine zweite Meinung, gleich wenn der Vorbeter fängt an die Amida, kann er schon drei Schritte nach vorne. Okay. Natürlich, der Vorbeter kann auch ganz, wenn er fertig ist, zurück nach vorne, damit er anfangen kann. Klar. Und dann, es gibt noch eine Meinung, dass man kann auch gleich nach vorne. Und le meiste, was soll man machen? Wenn man kann, wenn man ist in einem Platz, wo es ganz voll ist und man, es ist schwierig zu warten, dann kannst du gleich nach vorne. Aber sonst, man soll versuchen zu warten bis nach der Schar. Also es ist besser, aber man, wenn es gebraucht ist, dann kann man auch früher. Okay. Das war nochmal, wenn man die Amida beendet, damit man geht drei Schritte nach hinten, wann soll man zurück nach vorne? Entweder beste Sache bei Kedusha, bei der Wiederholung, und wenn nicht, dann gleich. Wenn er will, er kann die ganze Amida auch dort stehen, er kann weiter stehen, also es gibt kein Problem damit. Jetzt, jemand, die betet und er hat die Amida fertig gemacht vor die Gemeinde. Er soll nicht einfach so fertig machen, er soll für Kedusha warten, besser. Mhm. Wenn man läuft, drei Schritte nach vorne, nach hinten, man soll erstmal die linke Fuß. Warum? Weil normalerweise, wenn wir laufen, fangen wir immer an mit dem rechten Fuß. Wir wollen zeigen, dass es schwer für uns wegzugehen von einem König. Mhm. Deswegen nutzen wir erstmal den linken Fuß. Auch der Vorbeter muss dreimal nach hinten, dreimal nach vorne, wenn er die leise Gebet liest. Aber in die große Gebet muss man es nicht machen. Du meinst den linken Fuß, wenn man zurückgeht? Soll man die erst drei Schritte nach hinten, ja. Okay. Mhm. Und auch die Wiederholung der Amida, der Vorbeter, muss es nicht machen. Nur bei den leise Gebet. Ja.
Wenn der wiederholt die Amida, er muss nicht die Yehirazon nach die Amida dazu machen. Gleich nach Sim Shalom kann er fertig machen. Okay. Nachdem, was die Gemeinde, Siman Kuf Chavdalet, nachdem, was die Gemeinde fertig gesagt haben, ihre leise Gebet, also wie funktioniert der Amida, alle lesen leise, und auch der Wiederholer, und dann, wenn alle fertig sind, dann fängt an die Wiederholung der Amida mit der Chazan, und das, also nachdem, was alle fertig sind mit ihrer leise Amida, dann soll man die Wiederholung machen. Warum macht man diese Wiederholung von der Amida? Weil wenn vielleicht jemand weiß nicht, wie zu beten, soll er hören die ganze Amida von der Vorbeter. Und so wird er auch die Amida machen. Wenn man nicht weiß, dann kann man hören. Mhm. Wenn man weiß, dann muss man alleine. Aber wenn man es nicht kennt, dann kann man von der Vorbeter hören. Das ist der Grund. Aber jemand, der kennt, wie zu lesen, es hilft nicht, auch wenn er zuhört, er muss alleine die Amida lesen. Und auch die hören eine Wiederholung, es ist nur, wenn man ein Minyan hat. Diese Wiederholung funktioniert nicht, hilft nicht, wenn man kein Minyan hat. Das ist von 10 Leuten. Aber das hilft nur für jemanden, der kann verstehen die Wörter, aber er weiß nicht, wie zu beten. Aber wenn er gar nichts versteht, dann hilft es nicht nur, die Geräusche zu hören. Er soll dann lesen die Amida in eine Sprache, die er versteht. Genau. Das heißt, in eine andere Sprache. Weil man muss verstehen, was gesagt wird. Okay. Und dann geht man. Und er macht genau alles mit einer anderen Sprache. Er geht 3 Schritte nach hinten, 3 Schritte nach vorne, genau wie das kann man machen. Okay. Ein Vorbeter, die geht rein in die Synagoge. Und er sieht, dass alle machen die Amida jetzt, die leise Gebet von die Amida. Ja. Und wie viel Uhr haben wir? Wie viel Uhr? Ja. 20:40 Uhr. Okay. Und was macht er? Er kann gleich die Wiederholung machen und er muss nicht wieder die leise Gebet machen. Ach so? Also er kann dann gleich laut lesen, er wartet, bis alle fertig sind? Wenn er es alleine schon gemacht hat. Ach so. So steht hier, Schatsche nicht nach der Besser Knesses, Gimmel. Und Mozart, ein Chazan, die reingegangen ist in die Synagoge. Und Mozart, Zibush, Ispalle, Belachisch. Alle lesen leise. Wo Zorich, Lava, die Knäher, Tewe, der Alta. Ja, der Besser, der Besser, und er muss gleich Wiederholung machen. Dann geht er und macht die Wiederholung. Und es ist nicht wie jemand, die es ist aber nicht praktikabel, wenn der Vorbeter nicht da ist und alle angefangen haben und er kommt erst später. Das soll nicht passieren. Das okay. Ist ja. Okay, alles klar. Aber wenn die Gemeinde kennt alle die Gebete, dann kann man es nicht machen. Das hilft dann nicht, weil dann kann jemand anders einfach der Vorbeter sein. Genau. Okay. Jedes Mal, wenn man ein Bracha hört, sagt man Baruch Hu, Baruch Shemo. Man dankt Gott. Das ist nur ein Minhag. Und es ist keine Takana von Chachamim. Ja. Okay. Ich werde hier aufhören. Wir sind bei Siman Kuf Chaf Daled Seif Tet. Und Bezrat Hashem, nächste Woche werden wir weitermachen.
gut.